So, willkommen zurück zu Sonny. In der letzten Folge haben wir Zone 2 beendet, indem wir Sensei Ishiguro platt gemacht haben. Jetzt befinden wir uns hier in Zone 3. Wir haben ja vorher schon mal ein bisschen rumgeguckt. Hier im Laden gab es ein paar nette Sachen, aber leider nichts für uns. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den nächsten Kampf und dann sehen wir mal weiter. You're kicking ass. We make a heck of a team. So, how long do you plan to stick around? Until death do us part. You're hilarious. This is Shema Lance. I will cut you down in the name of my tribe. Ah, alles klar. Der ruft Snake zu scherzen. Und der Shaman hier will uns einen kurzen Haarschnitt verpassen. Aber so einfach ist er nicht. Boah, der hat aber auch schon ganz schön viel Life. 776. Boah, und der hält sich für 500. Das ist aber hart, ey. Aber egal. Machen wir trotzdem platt hier an den Affen. Mal schnell vergiften. Verwunden darf natürlich nie fehlen. Macht immer schön kontinuierliche Schaden. Und dann immer schön weiter draufklopfen. Ah, der heilt sich anscheinend nur einmal. Ich hoffe. Bei 500 ist natürlich schon heftig. Da kann er sich mal eben komplett voll heilen. Oh, geile Schwerter. Ich glaube, das waren auch die Schwerter, die wir im Laden gesehen haben für den Assassin. Die sind natürlich schon echt fett, ey. Na komm, gehen wir mal den letzten Gnadenstoß hier. Zack! So. Was haben wir denn hier? Was ist da denn? Striker Gloves. Kraft, physische Durchschlagskraft. Okay, die sollte ich vielleicht mal ausrüsten. Wir sind endlich weg von diesem Strand. Jetzt stehen uns noch ein paar wahnsinnige Schamanen im Weg. Dann haben wir Zivilisation erreicht. Ich will einfach nur, dass dieser Tag zu Ende geht. Alles klar, dann gucken wir mal. Was haben wir denn für Handschuhe an? Ach, die sind ja um einige schlechter hier als unsere. Ach, ich habe ja noch nicht das Level. Stimmt ja, da war ja was. Level 8 brauchen wir für beide Sachen. Alles klar. Waren das jetzt beides Handschuhe? Jo, Tatsache. Ich glaube, dann nehme ich lieber die mit Beweglichkeit und Kraft. Weil die auch noch Durchschlagskraft haben. Durchschlagskraft ist immer geil. Macht man immer mehr Schaden an den Gegnern. Was haben wir hier? Ein Rock Golem. Machen wir erstmal den Shaman Controller. Scheint so, als steuert er den komischen Golem. Oh, was macht er? Okay, er macht sich wieder wütend. Ja, direkt eine Unterdrückung hier. Boah, selbst mit wütend macht er. Mit Unterdrückung macht er selbst noch 100 Schaden. Ist natürlich heftig, ey. Ach, wir waren gar nicht betäubt. Ich dachte, wir wären betäubt gewesen. Na gut. Sag mal hier, diese Kraft. Die Kraft dieser Einheit wird reduziert und sie nimmt von allen Schadensquellen extra Schaden. Alles klar. Oh, der haut aber echt ordentlich rein. Und der kann sich auch wieder heilen, war ja klar. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wasserheilung. Boah, der kriegt jetzt jede Runde Heilung oder was? Yep, scheint so. Egal. Einfach wegklatschen den Sack. Boah, die machen aber echt extrem wenig Schaden irgendwie, also. Dafür, dass wir hier die neue Waffe bekommen haben, ey. Brauchen wir anscheinend wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und dann denke ich mal, geht das auch wieder klar. Na, ah, der hält sich hier die ganze Zeit, ey. Aber egal. Zack. Vielleicht haben wir auch wieder unseren Finisher-Move hier. Eine Runde noch. Dann können wir den zum Brei hauen. Meine Güte. Er heilt sich wieder hoch. Der Veradox greift hier die ganze Zeit den scheiß Golem an, ey. Oh, fuck. Er ist wieder wütend. Ich hoffe, der haut jetzt nicht auf den Veradox. Dann habe ich ein Problem. Boah, was ist los? 200 Schaden, Mann. Obwohl ich Unterdrückung mal benutzt habe. Heftig, heftig, ey. Na, komm schon. Also ihr seht schon, die halten jetzt schon echt eine Menge aus. Also man, das sind hier echt schon richtige Kämpfe. Also nicht mehr hier viel mit zweimal draufhauen und dann ist der Gegner weg. Da muss man schon ein bisschen taktischer vorgehen hier. Aber ich bin ja ein Fuchs. Für mich ist das kein Problem. So, dann hoffen wir mal, dass wir den scheiß Shaman hier jetzt mal endlich irgendwann mal geplättet haben. Ja, die Heilung können wir ganz gut mit dem Gift vom Veradox wegmachen. Das ist sehr geil. Ah, der heilt sich schon wieder hoch, ey. Na komm, jetzt gehen wir mal in die Kelle und dann zack.
100 HP oder noch. Dann nützt dir die Wasserheilung auch nichts mehr, oder? Dann hast du ja Wasserheilung. So, jetzt hoffen wir, ich verreckte an der Blutung? Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt komm. Ein Schlag und dann ist er weg. Jawohl. Mein Gott, muss ich ja schon eine Folge hier nur einen Kampf zeigen hier. Was ein Käse. Ey, kann er mich nicht mehr heilen oder was? Boah, nicht, dass ich jetzt abkack. Unterdrückung. Ach, haut er mich hier noch zu Brei, ey. Wäre gar nicht toll. Das, nachdem wir den Shaman dann mal endlich geplättet haben. Boah, zum Glück habe ich Unterdrückung an. Mal gucken, ob wir den scheiß Rockgolem jetzt so schnell wie möglich weghauen. Vielleicht hätten wir auch erst den Rockgolem weghauen sollen, wenn ich mir das so angucke hier. Weil der hat ja den ganzen Schaden gemacht. Der andere hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Ja, ich sehe schon. Also ich glaube, der wird uns jetzt auch noch weghauen. Scheiße, ey. Das war natürlich Fail. Hätte vielleicht erst den weghauen sollen. So ein Kack. Ja, so macht man es nicht. Wie ihr gesehen habt. Egal. Neuer Kampf. Neues Glück. Jetzt gehen wir auf den Rockgolem. Jetzt reicht's. Spaß. Der muss sterben. Der andere Spinner, der kann ja eh nur heilen. Ein bisschen draufkloppen. Na komm schon. Der macht sich wieder wütend, ey. Euch natürlich den ganzen Kampf. Boah, was ist los, ey? Der macht meinen Veradux einfach mal mit einem Schlag tot. Das ist ja mal scheiße. Da habe ich ja eigentlich gar keine Chance mehr. Also kann ich den Kampf jetzt auch. Ja, ich breche den ab. Ja. So sollte man es natürlich nicht machen. Egal. Machen wir einfach nochmal dasselbe. Aber diesmal gehen wir auf Training. Scheint mir irgendwie so, als können wir das noch nicht schaffen. Hier noch ein bisschen rumtrainieren. Das ist natürlich ziemlich langweilig für euch, aber lässt sich leider nicht ändern. Weil die Gegner schon echt eine Menge aushalten irgendwie. Und wir machen auch irgendwie noch gar... Alter Schwede, was ist denn hier los? Ein einfacher Rockgolem ist ja schon für uns hier echt eine harte Nuss, ey. Ja, komm schon. Verbunden. Ah, ich denke mal, wenn wir ein, zwei Level gemacht haben, dann können wir das hier auch mal ein bisschen lockerer angehen. Vielleicht droppen die ja auch geile Sachen hier, die Zombies, die Golems. Okay. Oh, scheiße. Fuck. Ich habe nichts mehr, um mich zu wehren. Ich kann mich nicht... Nein, 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 nein! Oh, sehr schön. Ich habe gerade gedacht, der macht mich jetzt tot, ey. Weil er schon wieder wütend war. Aber egal, wir haben es geschafft. Knight's Armor. Boah, Level 10 braucht man da. Ach du Scheiße. Ja, gut. Wir sind endlich weg von diesem Strand. Ja, Blasels. Ich gehe einfach nochmal auf Training. Also, na, der Shaman, der ist ja echt easy eigentlich. Den kann man ja mal eben weghauen. Aber der Golem, ey, der ist echt nicht ohne. Und Kraft und Zauber. Alter, was ist denn hier los, ey? Gerade laber ich noch so einen Scheiß von, der ist easy. Und im nächsten Moment kloppt der uns hier einfach mal 235 Schaden ins Gesicht, ey. Hammerhart, ey, wie sich der Schwierigkeit jetzt gerade auch immer von der Zone 2 auf 3 verfünffacht. Aber egal. Kloppen den jetzt einfach zu Brei. Dann sind wir nächstes Level ab und dann machen wir die kaputt. Ja, ja. So ein Trainingsrun ist doch schon mal was Lustiges. Muss man ja sagen. Macht man gerne. So, jetzt noch. Ah, der heilt sich wieder gegen. Komm schon, jetzt hau mal raus hier. Jawohl. 200 Schaden. Das nenne ich dann mal ordentlich. So, jetzt haben wir den besiegt. Jetzt kriegen wir, denke ich mal, ein Level ab. Was haben wir hier? Breaks Armor, Fokus, Zauberkraft, Eisdurchschlagskraft. Oh. Ich da alles nicht. Ah, dieses Tutorial immer. Oh, wir haben zwei Eigenschaftspunkte. Das ist ja geil. Was können wir denn hier lernen? Greif den Gegner an und betäube ihn. Okay. Drei Leben und drei Fokus. Hier ist anscheinend so eine Art Healbaum. Erhöht dein Leben um 100 und verdoppelt deine physische Beständigkeit. Okay. Das wäre vielleicht gegen diesen Eisengolem gar nicht mal schlecht.
gegen diesen Rock-Golem. Er sagt, Eisen-Golem, ich laber auch schon scheiß. Die Kraft, okay. Was ist das hier? Magischer Blitz? Ja, das ist eher was für Zaubern. Aber wir bleiben hier erstmal bei Verwunden. Kriegt er ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen mehr in Kraft, damit wir mal ein bisschen rausholzen. Kommt das jetzt jedes Mal mit dem Strand oder was? Was ist denn hier los, ey? So, gehen wir mal auf Speichern. Und dann versuchen wir einfach nochmal den kleinen Spinner hier unten. Jetzt machen wir ja ein bisschen mehr Schaden, denke ich mal. Naja. Anscheinend nicht. Boah, die hauen in mich rein, ey. Das gibt's doch gar nicht. Einfach mal ins Gesicht. Warte mal, kann ich vielleicht vom Veradux... ich denke mal, von Veradux die Punkte, die verteilt er wahrscheinlich selber, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir da die Punkte verteilen muss. Das wäre natürlich echt scheiße irgendwie. Dann hätte ich da ziemlich gefailt. Bräuchte irgendwas, womit ich die Buffs hier wegmachen kann. Diese Wasserheilung nervt. Und der Veradox müsste mal sein Gift auf den scheiß Golem machen, ja? Jawohl. Auf Kommando. Was ist das hier? Betäubt. Alles klar. Aber wir können trotzdem irgendwie komischerweise angreifen. Irgendwie komisch. So. Oh, der heilt den natürlich wieder hoch hier, der Schweinesack. Aber ich denke mal, diesmal sieht es gut aus. Jetzt machen wir uns nochmal hier ein bisschen Def. Ich hoffe, der haut jetzt den Veradux nicht wieder weg. Oh, meine Güte. Wie auf Kommando. Egal, ich versuch's jetzt einfach trotzdem. Auch wenn der mich wahrscheinlich wegklatscht, aber egal. Komm schon. Komm schon. Ah, das kann doch nicht sein. Der kann den doch nicht die ganze Zeit hochheilen. Wenn er dem jetzt noch einmal einen dicken Heal gibt, dann war's das für mich. Fuck, ey. Problem ist, wenn der Shaman jetzt auch noch... Ja, war's. Also ich glaube, ich muss hier noch Ewigkeiten trainieren. Ist natürlich ein bisschen scheiße für euch gerade. Ihr müsst mir jetzt zuschauen, wie ich hier ein paar Trainingssessions mache. Aber ihr seht es ja schon, ich versuche mein Bestes und es bringt einfach gar nichts. Gut. So habt ihr schon mal wenigstens gesehen, wie man es nicht macht. Ich würde sagen, die Folge endet erstmal hier. Die nächste Folge wird damit, kann ich euch jetzt schon mal sagen, sich beschäftigen, dass ich mich einfach zum stärksten Krieger der Welt trainieren lassen werde. Und dann schaffen wir hier jede Mission beim ersten Mal. Dann sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.